Hallo und herzlich willkommen zu diesem Paket-Opening, denn ich habe Post von Frontier bekommen, passend zum neuen Dominion Biosyn DLC, haben die mir nämlich ein Geschenk zugeschickt. Ein schönes Paket, das steht schon neben mir. Das hole ich jetzt mal direkt. Das werden wir gleich gemeinsam öffnen. Wundert euch übrigens nicht, also ich habe die Adressen abgemacht und habe das Ganze schon mal aufgeschnitten, ich habe aber noch nicht reingeguckt. Das werden wir nämlich jetzt gemeinsam rausfinden, was da drin ist. Ich bin super gespannt. Ich freue mich ja immer über sowas. Das ist immer cool. So, wir machen jetzt mal erstmal das Ganze so auf, würde ich sagen. Okay, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ganz viel Knödelfolie. Damit. Okay. Oh, Embargo Information. Oh, das hätte ich vielleicht mal vorher lesen sollen. Aber ich wollte halt den Karton vorher nicht öffnen. Oh, sieht aber ja mega edel aus. Ich weiß nicht, könnt ihr das erkennen? Keine Ahnung, ob ihr es sehen könnt. Sieht auf jeden Fall super edel aus, weil das so schön glänzt. So ein richtig schöner, hochwertiger Umschlag. Embargo ist immer halt, da steht drin, wann ich das Ganze veröffentlichen darf und zeigen darf. Aber ich denke mal, jetzt wo das DLC raus ist, sollte das kein Problem sein. Ich überfliege es ganz schnell. Mal kurz gucken. 100 Limited Edition. Okay, ich glaube, jetzt bin ich schon ein bisschen gespoilert, was drin ist. Ist aber nicht schlimm, ich verrate es euch noch nicht. Okay, ich kann es veröffentlichen. Also ich habe es jetzt mal. Ja, passt schon. Oh, hier ist auch nochmal das Logo drauf. Gut zu wissen. Hier seht ihr es auch nochmal. Aber gut, wird schon passen. Wenn nicht, dann werde ich das mir nachher nochmal in Ruhe durchlesen. Ich will jetzt das Geschenk sehen. Denn das sieht ja schon mal richtig cool aus. Ich mache mal den Karton eben zur Seite. Und dann holen wir mal diesen Kasten hier auf den Tisch. Sieht ja mal richtig cool aus. Okay, das ist nicht so wichtig. Alter, wie cool. Vor allem auch mit dem Logo hier oben drauf. Das sieht schon sehr hochwertig aus. Mega gut. Da bin ich ja mal gespannt. Wir öffnen das Ganze. Seid ihr bereit? Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das ist nämlich eine Tastatur. Das habe ich gerade schon gelesen. Nicht was vom Keyboard gelesen. So wie es aussieht, ist das eine Custom-Tastatur, wovon es nur 100 Stück gibt. Oh, die ist ultra schwer. Holy moly. Das ist ja übel gut. Von HyperX, das ist auch eine gute Marke, oder? Wie cool das ist. Das sind halt hier alles so Jurassic World-Tasten. Mega gut. Oh, ihr könnt mich, glaube ich, gar nicht sehen gerade, ne? Oder? Geht das noch? Ich weiß es nicht. Wenn mal sowas nicht ganz so gut klappt hier von irgendwelchen Settings oder so, seid mir nicht böse. Sieht aber echt mega gut aus, die Tasten. Die fühlt sich auch echt gut an. Ich weiß aber nicht, ob ich damit spielen werde. Ich glaube, die stelle ich mir eher ins Regal, weil die finde ich echt schick. Das ist so ein tolles Geschenk. Voll schön. Sogar hier unten sind noch Sachen drauf. Mega gut. Packe ich mal kurz hier daneben, ganz vorsichtig, weil wir haben hier noch mehr. Das ist einmal zum Anschließen ein Kabel, logischerweise. Und dann haben wir hier noch, boah, ist ein Schlüsselanhänger, auch mega schön. Oh, den kann ich mir aber auch nicht an den Schlüssel machen. Den finde ich, glaube ich, zu schön. Werde ich mir auch ins Regal legen. Sieht alles so richtig schön hochwertig aus. Voll gut. Oh, jetzt habe ich es direkt hier eingesaut. Mit meinen Patschefingern. Aber sieht wirklich toll aus. Ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen könnt. Voll cool. Packe ich mal ganz vorsichtig wieder rein. Und hier ist die Limited Edition Karte. Wir haben Nummer 42 von 100. Cool. Damit haben wir es belegt, dass wir ein Sammlerstück haben. Ich glaube, mehr ist hier nicht drin, aber das ist ja auch schon mehr als genug. Richtig tolles Geschenk. Voll cool. Ich packe mal alles ganz vorsichtig wieder zurück an seinen Platz. Na komm. Rein damit. Und der Koffer zu. Das wird alles sicher verwahrt bei mir. Richtig cool. Mega, mega gut. Hier ist auch noch ein Karton drin mit der Originaltastatur, glaube ich, ne?
Oh ja, okay. Hier sind die ganzen Tasten und so ein Krams drin. Die Originaltasten. Ja, die brauche ich nicht. Die anderen sind schöner. Ist noch irgendwas? Oh Gott. Ja, da ist noch die Leertaste. Oder eine andere Leertaste oder sowas. Aber ich glaube, das ist hier. Ah, das ist auch nur Anleitung und sowas. Richtig, richtig cooles Geschenk. Vielen, vielen Dank, Frontier, dass ihr mir das geschickt habt. Freue ich mich riesig drüber. Vor allem, dass es auch noch eine Limited Edition ist. Macht es halt zu was echt Besonderem für mich. Richtig, richtig cool. So, Leute, das war's mit dem Pack Opening. War wahrscheinlich jetzt nicht ganz so lang, aber ist ein echt tolles Geschenk und das wollte ich natürlich mit euch gemeinsam auspacken. Falls euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Däumchen da, könnt ihr jetzt ja auch so sehen. Und ich würde mich auch über ein Abo freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Dandy.